Guten Morgen, ich grüße Sie ganz, ganz herzlich aus der St. Johanneskirche in Kirchhellen. Mein Name ist Pfarrer Christoph Potowski. Ich bin hier Pfarrer in der Gemeinde und im Moment stehen wir in einer großen Baustelle. Der Advent ist die Zeit des Wartens und in einem Psalmwort heißt es, meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Und warten, das ist für uns Menschen nicht immer leicht. Es gibt zwei Sorten des Wartens. Das Warten, wenn man voller Ungeduld ist, wenn man unter Zeitdruck steht, wenn man an einer roten Ampel steht und auf Grün wartet. Hier im Moment in Kirchhellen, da warten die Leute, die Menschen darauf, dass die Kirche wieder fertig wird, dass die Baustelle endlich zu Ende geht. In diesem Jahr warten aber auch viele sehnsüchtig darauf, dass die Corona-Krise zu Ende geht, dass es eine Veränderung gibt, dass es einen Impfstoff gibt, dass es wieder mehr Möglichkeiten gibt. Warten, das kann einmal hoffnungsvoll sein und warten, das kann so sein, dass Menschen wirklich voller Sorge sind, wie es weitergeht, was sie tun können, was da mit ihnen passiert. Die Bibel kennt beide Sorten des Wartens, das hoffnungsvolle Warten auf Weihnachten, auf die Menschwerdung Gottes, aber auch das Warten, das voller Sorge ist. Gott weiß darum, worauf wir warten und was wir erwarten. Auch von ihm, von unseren Mitmenschen. In der Zeit des Adventes geht es darum, auf beides zu schauen. Auf unser persönliches Hoffen, auf das Warten, was uns Freude macht, aber auch darauf zu hoffen und wirklich das in den Blick zu nehmen, was uns Sorge macht. So wünsche ich Ihnen mit Gott zusammen eine gute Zeit des Wartens, des eigenen Wahrnehmens darauf, was für uns Thema ist und letztlich ein gutes Zugehen auf das Weihnachtsfest, auf die Menschwerdung Gottes, der auf niemand anderen wartet als auf uns.